und Herren, der Volksmund sagt, ein Mann ohne Auto ist wie eine Frau ohne Haarföhn. Ein Nichts. Man könnte es auch so sagen, sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle. Sie läuft beim Friseur schon zu Hochform auf, er in einem Autohaus. Vor allem, wenn es sich um das neue Modell eines bayerischen Autoherstellers handelt, der neue Siebener. Sie kennen das sicherlich, meine Damen und Herren, nicht wahr? Ich habe es kürzlich beobachten dürfen, der neue Siebener war draußen, er stand mit seiner Frau vorm Schaufenster. Ne? Sie wollte Kaffee und Quarktaschen essen gehen und er sah diesen Siebener BMW. Ne? Die erste Reaktion, hey, guck mal, da ist der neue Siebener. Helga, guck mal, da ist der Auto, der Siebener. Du mal Auto gucken, Helga. Da Siebener gucken, Auto gucken, Auto gucken. Auto, Auto, Auto. Ja? So, dann näherte er sich diesem Wagen, wie das in allen Autohäusern der Welt gleich ist, wenn Männer sich auf Autos zu bewegen. Ja? Meine Damen, kennen Sie nicht? Er geht auf den Wagen zu. Jo, das ist er. Das ist ja der neue Siebener, ne? Guck mal, Helga, der neue Siebener, das ist er, ne? Ist er? Das ist er, du schöner Wagen. Guck mal hier, du Siebener, das ist er, ne? Ist der neue Siebener, ne? Der Auto hier, Siebener, ne? Nicht der Moped, der Auto hier. Siebener, ne? Ist er? Ist er, ist er, ist er. Sag ich doch, steht doch hinten drauf, Siebener. Schöner Wagen, du. Schöner Wagen. So, jetzt rennt er einmal um die Gurke rum. So, dann ist er jetzt von der anderen Seite, ne? Das sieht genauso aus. Da haben sie sich ja was einfallen lassen, ne? Schöner Wagen. Schöner Wagen. Zweite Gespräch mit dem Verkäufer. Hör mal, was hat er? Was hat er? Was hat der Auto? Was hat er? Ja, aber ich... hat er Klima? Klima, hat er Klima? Hat er, ne? Hat er, hat er, hat er, hat er, hat er, Klima hat er. Und ja, was ist mit Eric? Hat der Eric, ne? Was denn hier, kommt aber, wie viele Eric hat er? Acht Eric! Acht Eric! Acht Eric! Meine Alte hat auch noch zwei Eric, ne? Sind zehn Eric, da kommt ja was zusammen, ne? Alte Schrippe, ne? Da kann ja nichts passieren, alle Birke. Ja, schöner Wagen, du, schöner Wagen. Schöner Wagen, schöner Wagen, schöner Wagen, du, ne? Und was ist, PS? Hat er auch, ne? Hat er auch, hat er, hat er. Von 0 auf 100? Hat er, hat er, hat er, hat er. Sag mal, wie viel Liter hier der Auto? Wie viel Liter? Wie viel Liter hat er, wie viel? Was? 520 Liter? Ach so, der Kofferraum. Der Kofferraum, da kannst du ja ein ganzer Panda mehr reinpacken, ne? Oder das alte Monster! Ne? Wenn sie wieder anfängt zu meckern, kommt sie in den Kofferraum rein, kannst du kloppen, ne? Sie fängt immer an zu meckern, weil ich so schnell Auto fahren tue. Sagt sie immer, dein Auto ist so dein Penisersatz. Sag ich, sicher ist er das. Wer hätte nicht gern einen 2 Tonnen Einspritpenis mit 6 Gängen? Ne? Was macht denn hier, ne? Fängt immer an zu meckern, das. Wieder mal an, Ja, komm mal hier, du, komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier, komm mal hier. Leder, du, Leder. Leder, du. Napperleder, du. Ludenleder. Richtige Napperlude, ne? Und nicht das scheiß Vertreterbalur. Ne? Wenn du da reinkufst, dann tust du das hinter Weihnachten noch. Ey, schöner Mann, du, schöner Mann, schöner Mann, schöner Mann, du. Was kostet, es? Was kostet der Auto? Was? 150.000 Euro? 150.000 Euro? Leck mich fett, du, 150.000 Euro. Ja gut, ich meine, wenn wir unseren alten Nissan Micra in Zahlung geben, ne? Dann gehört er uns in 50 Jahren, ne? Ey, schöner Wagen, du, schöner Wagen. Also 150.000, muss ja nur zum Geldautomaten gehen, du. 150.000, schöner Wagen. Komm, pass mal auf, Helga, setz dich mal rein in den Auto. Komm, geh mal da rein, Helga, in den Auto, ja? Schöner Wagen, du. Bist du drin? Nee, jetzt sieht's scheiße aus. Komm, lass es.